Freunde, vielleicht schaut ihr genauso wie ich nach den Feiertagen mit dem ganzen Gänsebraten und dem Glühwein und den Marzipankartöffelchen an euch runter und denkt, also, ja, das sah auch schon mal besser aus. Oder aber ihr habt vielleicht vor, dieses Jahr eure Gesundheit, Schlaf, Bewegung zu priorisieren. Samsung bietet mit seiner Health-App nämlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, um seine Gesundheit in den Fokus zu stellen. Und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ich die Samsung Health-App nutze, um meine Gesundheit mit Ernährung, Bewegung und Schlaf zu tracken und zu optimieren. Ich finde die App persönlich nämlich richtig gut und ich kann mir ehrlich gesagt echt gut vorstellen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die gar nicht wissen, dass sie so eine wunderbare, umfangreiche und hilfreiche App auf ihrem Samsung- oder Android-Gerät haben oder haben könnten. Denn nach diesem Video könnt ihr euch den Personal Trainer sparen, denn ihr werdet selber zu einem, wenn ihr die App richtig nutzt. Die Samsung Health App könnt ihr natürlich auf allen Samsung-Geräten installieren, aber auch auf allen anderen Android-Geräten einfach aus dem Play Store herunterladen. Ich zeige euch die Samsung Health App heute auf meinem Galaxy Z Flip 4, das ich in Verbindung mit der Samsung Galaxy Watch 5 im Moment nutze. Dann beginnen wir einfach mal mit der Oberfläche von der Samsung Health App. Dazu öffnet ihr einfach die Samsung Health App. Und dann seht ihr verschiedene Kacheln, die wir jetzt nicht im Einzelnen, aber so die wichtigsten einmal zusammen durchgehen. Ihr seht hier zum Beispiel das Schlaftracking, das Essen, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Dann eure tägliche Aktivität, wie viele Schritte ihr gemacht habt, wie lange ihr euch bewegt habt und wie viel Aktivitätskalorien ihr schon verbrannt habt. Und auch euer Puls wird hier getrackt, wenn ihr eine entsprechende Smartwatch tragt, also eine Galaxy Watch, die dann da die Daten übermitteln kann. Und dann gibt es hier nochmal eine Übersicht über die Schritte, über den Blutsauerstoff und die Körperzusammensetzung. Auch das ist beides nur möglich, wenn ihr eine Galaxy Watch tragt. Dann gibt es hier auch noch die Trainings-App. Und dann gibt es auch noch weitere Kacheln, wie viel Gläser Wasser ihr getrunken habt, das könnt ihr auch tracken. Und ein Barometer zum Thema Stress. Als erstes möchte ich euch gerne zeigen, wie die Samsung Health App euch dabei unterstützen kann, eure Ernährung zu verbessern oder aber, wenn ihr das Ziel habt, vielleicht ein bisschen abzunehmen, euch dabei auch unterstützen kann. Und zwar müsst ihr dafür als allererstes mal eure Grunddaten eingeben. Dafür geht ihr hier unten rechts auf das Profil und dann auf Bearbeiten und dann könnt ihr hier eure aktuellen Daten eingeben, das heißt euer Geschlecht, eure Größe, euer Gewicht und euer Geburtsdatum und das muss erstmal richtig eingestellt werden und euer Aktivitätslevel, wie viel ihr euch am Tag so bewegt. So, das sind erstmal die Grunddaten, die ihr einstellen müsst und dann gehen wir nochmal auf den Home-Button und dann fangen wir nämlich mit dem Thema Ernährung an und zwar gibt es hier diesen Bereich Essen, wo wir einmal reingehen. Was wir hier jetzt als allererstes machen, ist, dass wir hier oben rechts auf Ziel festlegen gehen. Und zwar ist es so, dass die Samsung Health App aufgrund der Grunddaten, die ihr gerade angegeben habt, euch eine empfohlene tägliche Kalorienzufuhr schon berechnet. Das heißt, das ist die Anzahl der Kalorien, die ihr konsumieren solltet, wenn ihr euer Gewicht halten wollt. Das sind jetzt bei mir hier 1775 Kilokalorien. Die sind für meine Größe, mein Gewicht, mein Alter, meine Aktivitätslevel, ist das die optimale Kalorienanzahl, um mein Gewicht zu halten. Jetzt ist es so, dass wenn man natürlich abnehmen möchte, dann ist eigentlich das Einzige, was zählt, ein Kaloriendefizit, dass ihr weniger Kalorien zu euch nehmt, als ihr verbraucht. Das heißt, ihr braucht ein Kaloriendefizit. Und ein gesundes Defizit liegt so zwischen, normalerweise so zwischen 200 bis 500 Kalorien, wenn ihr natürlich wesentlich mehr wiegt und vielleicht so im übergewichtigen Bereich seid, dann könnt ihr auch mehr Kalorien ins Defizit gehen, aber mehr sollte man nicht machen, weil ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das führt nur dazu, dass man andauernd an Essen denkt und dass man dann nach ein paar Tagen so eine Heißhunger- und Fressattacke bekommt, dass man sich das Kaloriendefizit von einer ganzen Woche mit so einer Attacke sofort zerschießen kann. Deswegen würde ich euch empfehlen, das Kaloriendefizit nicht zu hoch zu wählen. Also zwischen 200 und 500 Kalorien maximal, je nachdem.
Und ich wähle jetzt ein Kaloriendefizit von 300 Kalorien. Das heißt, ich würde jetzt jeden Tag hier 1450 Kilokalorien zu mir nehmen, wenn ich jetzt abnehmen möchte, was jetzt so für Anfang des Jahres, um den ganzen Winterspeck wieder runterzukriegen, mein Ziel ist. So, das heißt, ich lege jetzt hier meine täglichen Kalorien fest als Ziel. Und dann gehe ich zurück und dann sehe ich, dass hier in dieser kleinen Limette unter der Zitrone angezeigt wird, 1450 Kalorien sind das Ziel. Im Übrigen ist es so, dass um 1 Kilogramm reines Fett, also wirklich reines Fett abzunehmen, 1 Kilogramm reines Fett, da muss man 7000 Kalorien ins Defizit gehen. Das heißt, umgekehrt, wenn ihr 1 Kilogramm an Fett zugenommen habt, dann habt ihr 7000 Kilokalorien mehr gegessen, als euer empfohlener Kalorienbedarf tatsächlich ist. Und 7000 Kilokalorien ins Defizit zu gehen, das ist schon eine ganze Menge. Wenn ich jetzt diese angenommenen 300 Kilokalorien täglich ins Defizit gehe und ich 1 Kilogramm reines Körperfett abnehmen möchte, dann brauche ich dafür 3 Wochen. Das heißt also, man kann sich eigentlich relativ schnell, also 7000 Kalorien sind jetzt schon eine ganze Menge, aber so weiß ich nicht, 3, 4, 5 Tage, ein paar Kartoffelchen, die sind schön hochkalorisch. Das dauert nicht lange, bis man sich echt 1 Kilogramm angefuttert hat. Es dauert aber 3 Wochen mit einem vernünftigen Kaloriendefizit, um dieses 1 Kilogramm reines Fett wieder abzubauen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man sich dann wieder vernünftig ernährt und bewusster ernährt und auch seine Makronährstoffe wieder so ein bisschen im Griff hat, da kommen wir gleich auch noch zu, dann ist es so, dass man halt auch so ein bisschen Wasser auch verliert. Und in der Regel, wenn man sich auch so ein bisschen bewegt, dann hat man ja auch noch mal ein höheres Kilo, also ein höheres Defizit an Kalorien täglich und dann nimmt man schon immer noch mal ein bisschen schneller ab. Also es ist nicht so, dass man 1 Kilogramm in 3 Wochen abnimmt, das geht durchaus schneller. Aber so im Grunde, um 1 Kilogramm reines Körperfett abnehmen zu müssen, bei einem Defizit abnehmen zu wollen, bei einem Defizit von 300 Kilokalorien pro Tag, dauert das halt 3 Wochen und das muss man sich mal vor Augen führen, bevor man sich die nächste Tüte Chips da wieder reinhaut. So, also wenn ihr jetzt euer Ziel hier eingestellt habt mit dem Kaloriendefizit, was ihr gerne haben möchtet, dann ist eigentlich der ganze Zauber, dass ihr den ganzen Tag über eintragt, was ihr so gegessen habt. Und das macht ihr hier über den Datensatz. Dann könnt ihr euren Mahlzeitentyp auswählen. Ich sage jetzt hier zum Beispiel Frühstück. Und dann werden einem schon so ein paar Lebensmittel vorgeschlagen, die ich halt so jetzt in der Regel zum Frühstück esse, die kann man dann auswählen. Angenommen, ich hätte jetzt hier zum Beispiel ein Ei gegessen, dann kann man hier noch die Größe oder die Grammzahl eintragen. Das ist jetzt ein mittelgroßes Ei, das nehmen wir jetzt einfach mal. Und ihr seht hier unten, hier sind die Makronährstoffe auch schon von diesem Lebensmittel hinterlegt. Und dann sage ich jetzt mal speichern. Und dann habe ich noch eine Banane gegessen, die trage ich jetzt hier nochmal mit ein. Und dann habe ich, was habe ich noch gegessen? Dann habe ich Joghurt gegessen dazu. Ist auch immer gut, 100 Gramm Joghurt. Hier könnt ihr dann, wie gesagt, auch die Gramm noch einstellen. Wie viel ihr gegessen habt, in der Regel sind es bei mir auch immer 100 Gramm, die ich dann dazu esse. Und Weintrauben habe ich noch gegessen. Ich liebe Weintrauben, die habe ich auch noch gegessen. So, das war jetzt mein Frühstück. Und dann seht ihr, dass ich insgesamt 308 Kalorien zu mir genommen habe. Und wenn ich jetzt hier auf OK gehe, dann seht ihr, dass das eben von meinen Kalorien abgezogen wird. Und das heißt, ich habe jetzt quasi 308 Kalorien von den 1450 verbraucht. So, das ist eigentlich schon der ganze Trick. Ihr tragt alle Lebensmittel ein, die ihr den Tag über verteilt trinkt oder esst. Die Betonung liegt auf alle Lebensmittel, wirklich, wirklich alle. Auch das Stück Schokolade im Vorbeigehen an dem Kühlschrank zählt als Lebensmittel. Und auch der Schwups Milch in den Kaffee zählt als Lebensmittel. Und was ich immer wirklich überraschend finde, ist, wie häufig oder also wie schnell sich das einschleicht, dass man in der Küche, wenn man sich einen Kaffee macht, nochmal schnell hier irgendwie ein Stück, weiß ich nicht, Brot oder da irgendwie eine Mandarine oder eine Banane oder das hat halt einfach alles Kalorien. Und auch, wie gesagt, die Milch im Kaffee, ne, wenn man jetzt eine 3,5% Fett, da hat man schon mal schnell, wenn man 2, 3 Tassen am Tag trinkt, seine 100 Kilokalorien alleine schon durch die Milch zusammen. Und ich denke, das wichtigste Ziel bei so einem Ernährungstracking ist, dass man sich einfach bewusst macht, was man da den Tag über sich zuführt an Kalorien.
und dass man das vielleicht so ein bisschen steuern kann, dass man da einen guten Überblick bekommt, wie viel Kalorien man wann zu sich nimmt, um da eben so, das sind so die Stellschrauben, wo man dann sagen kann, okay, muss ich mir jetzt wirklich im Vorbeigehen irgendwie, ne, das Duplo noch reinziehen oder reicht es vielleicht auch, wenn ich eine Möhre esse oder wie auch immer oder einfach im Zweifel auch mal gar nichts. Dann könnt ihr euch eure Mahlzeiten auch speichern. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nochmal auf Mittagessen gehe, ich gucke mal angepasst, habe ich jetzt zum Beispiel ein Pre-Workout-Mahlzeit, die ich häufiger mal zu mir nehme, bevor ich zum Sport gehe. Das habe ich hier halt gespeichert, damit ich das nicht jedes Mal alles so zusammensetzen muss. Und wenn ihr zum Beispiel immer das Gleiche zum Frühstück esst, dann könnt ihr euer Frühstück hier speichern und müsst dann halt nicht, wie ich jetzt gerade, jedes einzelne Bestandteil eingeben. Genau, das ist noch wichtig zu wissen. So, und dann habe ich vorhin schon gesagt, es gibt halt die Möglichkeit, auch ein bisschen schneller abzunehmen, beziehungsweise euren Körper noch dabei zu unterstützen. Und dabei könnt ihr euch den Thermic Effect of Food zunutze machen. Das ist eigentlich auf gut Deutsch gesagt nur der thermische Effekt von Lebensmitteln. Dieser Effekt besagt eigentlich nur, dass der Körper unterschiedlich viel Energie benötigt, um die verschiedenen Lebensmittel zu verdauen. In der Regel ist es so, dass der Körper ungefähr 10% des Grundumsatzes dafür benötigt, um ja, Nahrung zu verdauen, die ihr den ganzen Tag so verteilt zu euch nehmt. Um das zu verdauen, braucht er 10% seines Grundumsatzes. Und bei den verschiedenen Makronährstoffen gibt es einen ganz, ganz deutlichen Unterschied. Bei Fetten verbraucht er ungefähr 0 bis 5% des Grundumsatzes, bei Kohlenhydraten sind das so ungefähr 5 bis 10% des Grundumsatzes und bei Proteinen, bei Eiweiß, verbraucht der Körper, um das zu verdauen, 25 bis 30% des Grundumsatzes, also fast dreimal so viel Energie als bei der Verwertung von Kohlenhydraten und Fetten. Und ihr werdet, wenn ihr euch mit dem Thema Abnehmen oder Ernährung oder Sport oder ja, gesunder Ernährung schon auseinandergesetzt habt, dann wird euch das immer wieder begegnet sein, dass proteinreiches Essen einfach total gesund ist und gut fürs Abnehmen ist. Nur ich finde es so schade, dass da selten dabei steht. Warum eigentlich? Also ja, dass ne, Proteine fördern den Muskelaufbau, mehr Muskeln heißt mehr Grundumsatz, aber dass dieser thermische Effekt auch da ist, dass einfach der Körper mehr Kalorien verbraucht, um eben proteinreiche Nahrung zu verdauen. Das habe ich bisher jetzt nur an wenigen Stellen lesen können. Da gibt es aber ganz viele Studien auch drüber. Und ja, das könnt ihr euch zunutze machen, weil, wie eingangs gesagt, ist einfach ne, das Einzige, was beim Abnehmen funktioniert, ist halt ein Kaloriendefizit. Und wenn ihr mehr proteinreiche Nahrung esst und euer Körper dann auch noch Kalorien oder ja, Kalorien verbrennt sozusagen beim Verdauen, dann könnt ihr euch das für eure Gewichtsabnahme einfach auch zunutze machen. Und deswegen finde ich es auch ganz herausragend, dass nämlich die Samsung Health App hier auch zeigt, wie viel Kohlenhydrate, Fett und Protein wir zu uns genommen haben. Und ich kann euch einfach nur empfehlen, guckt, dass dieser Balken für die Kohlenhydrate möglichst klein ist. Ich bin kein Freund davon, auf Kohlenhydrate komplett zu verzichten, aber verringert das, weitet die Proteine aus, dass das halt so der, ich sage jetzt mal, der größte Nahrungsanteil sozusagen ist. Und Fette sind auch nicht zu vernachlässigen. Die meisten Leute denken, zum Abnehmen muss man auf Fette verzichten. Ich würde es ehrlich gesagt nicht tun, weil ich viel auch darüber gelesen habe, dass Fette oder es auch viele Studien darüber gibt, dass Fette insbesondere für Frauen unglaublich wichtig sind. Also Frauen brauchen mindestens 60 Gramm, 50, 60 Gramm Fett am Tag, weil Fett einen sehr, sehr hohen Einfluss auf den Hormonhaushalt hat und das allgemeine Wohlbefinden und auch für die psychische Gesundheit unglaublich wichtig ist. Also weniger als 50, 60 Gramm Fett am Tag würde ich nicht zu mir nehmen als Frau. Bei Männern kann das ein ganz bisschen weniger sein, aber auch da ist es wichtig, vor allen Dingen auch für die Gehirnfunktion. Also es gibt unglaublich viele Studien darüber, welchen Einfluss Fette haben auf die Gesundheit, gute Fette sei. Ne, dazu gesagt, also damit ist jetzt nicht das Fett aus dem Mettbrötchen gemeint oder aus der Pommes oder aus dem ne, frittierten Kroketten oder sonstiges oder aus der Mayo. Gute Fette sind insbesondere Olivenöl, ganz, ganz wichtig. Dann Samen und Nüsse liefern ganz, ganz viel hochwertige Fette. Und auch Lachs zum Beispiel, das sind auch gute Fette, die ihr zu euch nehmen solltet. Und auf alle anderen Fette sollte man besser aus Gesundheitsgründen dann auch verzichten. Also fassen wir für den Bereich Ernährung
einmal zusammen. Das Wichtigste beim Abnehmen oder eben beim Zunehmen, je nachdem, welche Ziele ihr habt, ist ein Kaloriendefizit herzustellen. Ja, ihr müsst weniger Kalorien zu euch nehmen, als ihr tatsächlich verbrennt. Das könnt ihr mit der Samsung Health App ganz, ganz wunderbar und ganz, ganz einfach tracken. Es ist so, ich habe mir auch andere Apps angeguckt, wie zum Beispiel MyFitnessPal oder LiveSum und was es da nicht alles gibt, Yazio. Und die Samsung Health App ist kostenlos und diese Datenbank, die mit den Lebensmitteln dahinter gelegt ist, ist wirklich sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr gut, sehr, sehr genau und wird auch richtig, richtig gut gepflegt. Das sind eigentlich die meisten Lebensmittel, die ich so nehme, die man so kriegt im Supermarkt, die sind da auf jeden Fall drin. Und falls das mal der Fall sein sollte, dass sie nicht da drin sind, kann man sie auch selber noch anlegen. Also, weniger Kalorien zu sich nehmen, als man verbrennt. Das kann man tracken in der Samsung Health App. Viel, viel proteinreiche Nahrung als zweiter Punkt. Weniger Kohlenhydrate, weniger Fette, aber nicht weniger als 60 Gramm. Und das meiste eben gute Proteine am Tag zu sich nehmen, dass man sich diesen thermischen Effekt auch noch zunutze machen kann. Das ist der zweite Punkt. Auch da liefert die Samsung Health App eben eine sehr, sehr gute Übersicht über die Kohlenhydrate, Fette und Proteine, die man so am Tag zu sich genommen hat. Kommen wir zum zweiten wichtigen Bereich beim Thema Gesundheit, nämlich zum Thema Bewegung. Und es gibt nicht nur eine Studie darüber, dass mindestens 7000 Schritte am Tag einen signifikanten Beitrag zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bieten, was im Übrigen im westlichen Teil der Welt die Todesursache Nummer 1 tatsächlich ist. Und dabei rede ich nicht von Joggen oder Dauerlauf, sondern da reicht tatsächlich auch spazieren gehen. Interessanterweise ist tatsächlich 7000 Schritte so als Ziel angesetzt. Drunter hat man diesen Effekt nicht. Es lohnt sich aber auch nicht, mehr als 7000 Schritte zu gehen. Das heißt, stellt eure Ziele bei eurer Bewegung in den Apps, die ihr verwendet, das könnt ihr auch in der Samsung Health App machen, bei 7000 Schritten ein und versucht, die den Tag über zu erreichen. Und dann habt ihr nämlich hier in dieser Übersicht tägliche Aktivitäten eine sehr, sehr gute Übersicht über eure zurückgelegten Schritte, über eure aktive Zeit und über eure Aktivitätskalorien, die ihr verbraucht habt. Wenn wir jetzt an den ersten Punkt denken, Calories in, Calories out, dass das halt den Unterschied macht beim Abnehmen, hilft es natürlich, wenn ihr euch tagsüber möglichst viel bewegt. In einem Workout, das ihr macht, wenn ihr zum Beispiel laufen geht oder joggt oder was auch immer, Krafttraining macht oder wie auch immer, verbrennt ihr, weiß ich nicht, je nachdem wie intensiv, 300, 400 Kalorien. Also das ist jetzt nicht so rasend viel. Das hat man mit einer Mahlzeit manchmal doppelt so viel direkt schon wieder drin. Das ist nicht so rasend viel. Es geht mehr darum, eure Alltagsbewegung zu erhöhen, dass ihr einfach den Tag über verteilt mehr Kalorien noch verbrennt. Also werft auch immer noch so einen Blick darauf, wie viel Aktivitätskalorien ihr am Tag so verbraucht. Insbesondere aber eben auch auf eure Schritte, um halt diesen gesundheitlichen Effekt dann dabei auch noch zu haben, den ich für mich sehr, sehr wichtig finde. Ich empfehle euch übrigens nicht, diese verbrauchten Kalorien auf euer Kalorienziel jetzt wieder drauf zu rechnen. Also ihr habt ja ein Defizit ausgerechnet und dann sagt ihr, ja, jetzt habe ich ja 294 Kalorien jetzt zusätzlich verbrannt, dann kann ich die ja mehr essen. Macht es nicht, weil ihr werdet niemals die 294 Kalorien exakt treffen. Und wenn ihr euch dann irgendwie eine Mahlzeit macht und sei es nur ein Müsli mit ein bisschen Obst oder sonst irgendwas zusätzlich zu den geplanten Kalorien, dann überschreitet ihr das mit Sicherheit und dann habt ihr euer Kaloriendefizit einfach komplett wieder ausgelöscht. So, das dritte Thema, was wir heute haben zum Thema Gesundheit und der Samsung Health App, ist das Thema Schlaf, was ich im letzten Jahr für mich ganz persönlich wirklich deutlich priorisiert habe. Und zwar bietet die Samsung Health App Schlaftracking an, aber spätestens dafür braucht ihr auf jeden Fall eine Galaxy Watch. Ich weiß nicht, wann die angefangen haben, den Schlaf zu tracken. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Galaxy Watch 2, die Active, die Galaxy Watch 3, 4 und 5, also die tracken auf jeden Fall alle den Schlaf. Dafür braucht ihr auf jeden Fall so eine Uhr. Und es gibt Leitlinien zum Thema Schlaf, die sagen, dass der Tiefschlaf jede Nacht circa eine Stunde betragen soll. Und
Ich habe dazu auch schon ein eigenes Video gemacht, wie wichtig diese eine Stunde Tiefschlaf tatsächlich ist. Deswegen versuche ich das immer zu erreichen. Jetzt weiß man natürlich nicht immer unbedingt, wie viel Zeit man in der Tiefschlafphase verbracht hat. Deswegen sind diese Uhren auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich muss jetzt hier gerade mal so ein bisschen gucken. Die App sagt, ich habe 10 Stunden und 51 Minuten geschlafen. Das stimmt nicht. Aber ich sehe auch gerade, da könnte ich mich jetzt aber gerade ein bisschen kaputt lachen. 10.05 Uhr bis 11.34 Uhr. Ich war heute 2 Stunden beim Zahnarzt. Und ich bin wirklich nicht sehr gerne beim Zahnarzt, um es mal vorsichtig auszudrücken, und habe dabei meditiert. Oder versucht zu meditieren und habe versucht, meine Nerven zu entspannen, meinen Puls runterzukriegen. Und anscheinend hat das so gut funktioniert, dass meine Galaxy Watch gesagt hat, ich hätte geschlafen. Und zwar genau 1 Stunde. Das ist ja echt zum Piepen. Habe ich natürlich nicht. So, die eigentliche Schlafzeit in dieser Nacht waren 8 Stunden und 8 Minuten. Auch darauf achte ich immer, dass es mindestens 7 bis 8 Stunden sind, die ich jede Nacht schlafe. Und was dann halt das eigentlich Wichtige und Interessante halt ist, sind die einzelnen Schlafphasen, die hier angezeigt werden. Ich gucke aber gerade mal diesen Kurzschlaf beim Zahnarzt, ob ich da... Ich war sogar, 9 Minuten im Tiefschlaf. Okay, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Da muss ich natürlich jetzt so ein bisschen die Ergebnisse von der Galaxy Watch anzweifeln, aber ich war bestimmt nicht im Tiefschlaf. Na, aber wenigstens war ich 28 Minuten davon wach. Na, guck. Aber 52 Minuten Leichtschlaf ist auch gut. Habe ich es geschafft, mit der Meditation so meinen Puls runterzufahren. Hervorragend, haben sich auch die Übungen gelohnt. Also gehen wir nochmal zurück auf meine 8 Stunden, 8 Minuten. Da haben wir jetzt hier die Schlafphasen. Und zwar ist das Wichtige, hier komme ich sogar genau auf 1 Stunde Tiefschlaf in dieser Nacht. Und die Uhr misst auch den Blutsauerstoff. Und da merkt sie halt immer nur an, wenn dieser unter 90% gegangen ist, und da war ich wohl für 40 Minuten und 8 Sekunden unter 90% Blutsauerstoff. Wichtig dabei ist eigentlich, wenn ihr euch tagsüber müde, kaputt, schlapp, was auch immer, unausgeglichen fühlt und ihr das Gefühl habt, boah, ich wach morgens irgendwie einfach noch müde auf, als ich ins Bett gegangen bin, dann kann sowas halt echt hilfreich sein, dass ihr einfach mal schaut, wie sind eure Schlafphasen, bekommt ihr wirklich diesen Tiefschlaf, den ihr braucht, um euch zu regenerieren. Und dann gibt es natürlich verschiedene Maßnahmen, wie man seinen Schlaf optimieren kann. Ich habe mich da im letzten Jahr, wie gesagt, sehr, sehr mit beschäftigt, weil ich das priorisiert habe, weil ich nämlich wirklich immer, ich bin todmüde und völlig kaputt morgens aufgewacht und habe dann, mir sind dann meistens mittags dann auch die Augen zugefallen und ab nachmittags konnte man mich irgendwie komplett vergessen. Aber abends war ich dann trotzdem immer hellwach und habe dann noch bis 1 Uhr irgendwie rumgehampelt. So, und jedenfalls kann man verschiedene Maßnahmen machen. Maßnahmen umsetzen, um halt seinen Schlaf zu verbessern. Dazu gehört zum Beispiel, dass man abends vor dem Zubettgehen nicht mehr so schwer isst, dass der Körper halt während des Schlafs sich regenerieren kann und nicht mit der Verdauung beschäftigt ist, dass er halt auch wirklich runterfahren kann, sämtliche Körperfunktionen. Dann ist es wichtig, dass man kein blaues Licht vorm Schlafengehen hat, also ne, schön hier vor dem Bildschirm sich noch ins Bett legen und auf den blauen Bildschirm gucken, ist echt ungesund. Ich habe mir extra eine Brille gekauft, bei Amazon für, weiß ich nicht, 10 Mark, die einen Blaulichtfilter hat, dass das halt rausgefiltert wird. Auch abends beim Fernsehen gucken trage ich die schon immer. Das ist ganz wichtig. Und dann auch, dass das Schlafzimmer möglichst dunkel und auch möglichst leise ist. Das heißt, ich sage jetzt mal, geräuschbehaftete Partner und Tiere und Haustiere sollte man halt schauen, dass man die irgendwie still bekommt, dass halt der Schlaf nicht gestört wird, wie auch immer man das macht. Ja, und das Gute ist halt einfach, wenn man das messen kann, und dann probiert man verschiedene Maßnahmen aus, was einem vielleicht hilft, was man meint, was einem helfen könnte, und dann kann man eben überprüfen, ob die Schlafphasen sich auch entsprechend verändern. Natürlich neben dem reinen Körpergefühl, ob man sich am Tag dann auch wieder fitter fühlt. Was die Samsung Health App zusätzlich nämlich noch bietet, ist tatsächlich ein Schlafcoaching, was man machen kann, wo man anhand des Schlafs oder der Schlafdaten, die die Galaxy Watch dann trackt, wird man Tiergruppen zugeordnet, und ich war
Anfang letzten Jahres war ich noch ein böser Pinguin, die halt maximal irgendwie 3 Stunden wirklich durchschlafen und halt irgendwie immer so mit einem Ohr wach sind und so ein bisschen nervöser sind. Und mittlerweile, nachdem ich das halt alles angepasst und optimiert habe, bin ich ein unbesorgter Löwe, der halt relativ gut und tief auch schläft, und zwar 10 bis 15 Stunden pro Tag. Das möchte ich jetzt bezweifeln, aber man sieht halt anhand dieses Schlafcoachings, wo man auch Tipps bekommt, wie man seinen Schlaf verbessern kann, ob man sich verbessert hat. Und das finde ich halt großartig. Und ich möchte einfach nur nochmal betonen, das alles ist kostenlos. Das gibt es einfach auf jedem Samsung, auf jedem Android-Gerät könnt ihr euch diese Samsung Health App runterladen und bekommt dann alles, ja, kostenlos. Ich finde es auf jeden Fall super. Und ja, was ich euch noch zeigen möchte, ist hier unten Fitness. Hier bekommt ihr Übungen zum Thema Achtsamkeit, aber eben auch Fitnessübungen, das heißt richtige Fitnesskurse. Das ist jetzt noch nicht ganz so cool und nicht ganz so schick wie jetzt zum Beispiel bei Apple Fitness. Dafür ist es aber halt auch kostenlos. Und ja, hier kann man halt sich dann auch einwöchige Kurse dann runterladen zu verschiedenen Themen. Das ist eigentlich auch ganz nett. Wie gesagt, es ist kostenlos, das könnt ihr einfach nutzen. Was es dann auch noch gibt, ist, dass es einen Periodentracker gibt. Es besteht eine 10%ige Chance, dass du als Zuschauer eine Frau bist, anhand meiner Statistik. Und ja, es gibt auf jeden Fall einen Periodenkalender, wo man halt seine Periode eintragen kann und wo dann auch die fruchtbaren Tage angezeigt werden. Das ist allerdings dann natürlich nur theoretisch berechnet anhand eurer Zykluslänge. Was jetzt noch fehlt auf der Galaxy Watch 5, das ist ja angekündigt worden, die Sensoren dafür sind auch schon an der Uhr, ist die Temperaturmessung. Diese Funktion ist allerdings noch nicht freigeschaltet. Die Uhr ist jetzt ja, 4 Monate, gute 4 Monate auf dem Markt. Ich hoffe, die kommen jetzt irgendwann mal mit der Funktion um die Ecke, weil ich finde das wirklich sehr nützlich. Und ja, für alle, ne, die halt auf eine natürliche Verhütungsmethode setzen wollen, ist natürlich diese Temperaturmessmethode eine ganz besondere, eine sehr gute und wo man halt seine fruchtbaren Tage dann mit tracken kann. Ja, ich denke, man kann echt gut erkennen, dass die Samsung Health App ein sehr, sehr guter Begleiter ist, um so die eigene Gesundheit zu verbessern, zu fokussieren und die euch, ne, vor allen Dingen auch beim Abnehmen helfen kann. Und alles das gibt es halt einfach kostenlos auf eurem Samsung oder Android-Gerät. Und ja, ich finde das wirklich fantastisch und finde, dass Samsung, Apple da einfach auch mal meilenweit voraus ist bei diesen Themen. Und ich muss auch ehrlich sagen, diese Samsung Health App ist immer das, was ich mit am schmerzlichsten vermisse, wenn ich ein iPhone zum Beispiel nutze. So, ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt unbedingt auf jeden Fall den Like-Button und lasst mich doch in den Kommentaren gerne mal wissen, ob ihr die Samsung Health App schon nutzt und wenn ja, wofür. Ich persönlich werde sie jetzt auf jeden Fall wieder nutzen, um den Winterspeck loszuwerden, denn ihr wisst ja, der Bikini-Body wird im Winter gemacht. In diesem Sinne, Freunde, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's!